Wirkung. Zauber ist hier auch ohne Wirkung. Hier sind die Zauber alle ohne Wirkung. Okay. Ah, Mann. Schön, wenn einfach mal kein Zauber klappen will. Ja, los. Uah, lauf. Boah, jetzt macht den doch kalt hier. Ist doch nicht wahr. So, meine Stärke hat er jetzt schon wieder reduziert. Los, lauf! Einfach nur episch. Das wird kein einfacher Kampf. Ich weiß nicht mal, wie der Gegner hier heißt. Gegen den ich mich hier bremse. Ui, ich wollte schon sagen, habe ich jetzt ein paar Stoßdämpfer hier kaputt gemacht oder wie? Mist, verdammter. Hier, fress eine Knolle, bitte. Ah, wie ich diese Raketen hasse. Ja, irgendwann müssen die ja kaputt gehen, so sind ja nicht. So, lauf. Zack. Ey, meine Fresse. Das Ding ist echt miserabel. Der Adler ist gelandet, lese ich gerade. Ja. Episch. Stoßdämpfer, Nachbrenner. Ich komme nicht hinterher. Ich habe das Gefühl, ich mache irgendwas falsch. Ernsthaft, ich habe echt das Gefühl, ich mache hier irgendwas falsch. Ich weiß ja nicht einmal, wie viel Leben das verdammte Scheißding hier gerade hat. Wahrscheinlich mache ich das hier auch alles gerade voll umsonst und ich kriege den gar nicht kaputt. Weil ich entweder noch zu schwach bin oder whatever. Das heißt, ich müsste eigentlich erstmal wahrscheinlich wieder leveln. Oder ich gucke mir gleich meine Taktik an. Stärke von Ryu kehrt zurück. Lauf! Sprite Legs. Gelähmt. Boom, 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 boom. Wieder. Ah, meine Fresse, ist doch nicht wahr. Schön verfehlt, jo. Okay, Leute. Ich werde mir mal ganz kurz eine Taktik angucken von dem und mal schauen, ob das irgendwie, ob ich da was anderes machen muss. Bis gleich. Bis gleich zur nächsten Aufnahme. Okay, wir prügeln dann mal weiter auf die Beine ein. Ich habe also eigentlich in der Hinsicht alles richtig gemacht, aber ich will da echt immer auf Nummer sicher gehen, weil ich da echt Sorge habe, dass ich da irgendwas falsch mache. Aha, ein Stoßdämpfer habe ich anscheinend schon. Oder? Nee, doch nicht. Sah gerade so aus. Zack, zack. Zack. Ja, danke schön. Nachbrenner gezündet. Ein sehr nerviger Gegner, muss ich gestehen. Nachbrenner gezündet. Wah, danke schön. Hat's ja mir da voll gebracht hier. So, fress bitte eine Wunderknolle. Danke, Ryu. Ey, irgendwann muss das erste Bein noch kaputt gehen, also das kann doch nicht wahr sein. Und schon wieder verschwindet der Drecksack. Damit sind die Knollen mir ausgegangen. Ey, meine Fresse, ist doch nicht wahr.
Mich nervt es ungemein, dass mein Gamepad so abspackt. Wow, mit einem Crit-Schaden von 4 ist das echt wow. Was haben wir denn noch zum Futtern? Gehen wir mal in den Utensilien gucken. Nehmen wir mal die Götterknollen. Nein, aber ich möchte sie gerne ausgerüstet haben, weil die geben 150. Aha, einen haben wir schon mal kaputt. Anscheinend, der ist da so ein bisschen am Knistern. So wie ich das jetzt gesehen habe. Schön, dass du kotzt deswegen. Ja, immer schön in den Roboter rein, Rio, und niemals rennen, richtig. So, aua. So, jetzt heißt es natürlich, ihn hier zerschlagen. So, zack. Ah. So, hierüber, 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 hierüber. Aha. Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir es wieder, wa? Sind wir zu alter Stärke zurückgekehrt? Aber anscheinend dann doch nicht so. Hier, kotzt erstmal wegen der Knolle. Ja. Sehr gut, Ryu. Alles, was dir gut tut, ist eklig. Ist normal bei Medizin. Ist aber schön, dass schon mal einer kaputt ist. Müssen wir nur noch auf zwei uns konzentrieren. So, lauf, lauf, lauf. Danke. Hast mich ja im rechten Moment getroffen, du Drecksack. Vorsichtig, ja, dachte ich mir schon. So. Ah, hat er mich schon wieder gekriegt. Na komm. Irgendwann muss das Ding den Geist aufgeben. So, zack, er haut wieder ab. Na los. Ah, ich stehe direkt in dem Roboter drin, ist kein Wunder. Wo er weg? Entschuldigung, wieder voll ins Mikro gehustet. Mann, meine Fresse, das Ding trifft aber auch einen so verdammt oft. Ja. So, zack, zack, zack. Da, das war schon mal gut. Danach gilt es, sich um die andere Seite zu kümmern. Ich muss mich echt mal. Uah, weg. Na, irgendwann muss die doch auch kaputt gehen. So ist es ja nicht, ne? So. Kombi-Attack. Meine Fresse, ist doch nicht wahr. Hier, fress bitte noch eine Götterknolle, Ryu.
Ey, meine Fresse, das Ding hat ja echt unendlich viel Leben. Aha, damit hätten wir auch den zweiten vernichtet. Also fehlt uns jetzt nur noch einer. Und leider rettet uns das nicht vor den Bomben. Und so schwer kann der letzte jetzt auch nicht sein. Wir müssen nur mit dem Leben aufpassen. Weil das geht nach meiner Meinung mir gerade aus. Ja, und da hat er mich getroffen. Ja, flieg nur weg, du feige Drecksau, du, ey. Krieg dich ja trotzdem. Ich hasse das, wenn das passiert. Na, Brenner gezündet. Stoßdämpfer sind immer noch okay für ihn. Meine Fresse, ist das nervig hier gerade. Ja, so. Ich muss echt vorsichtig sein. Meine Götterknollen halten auch nicht ewig. Leider ist der Vorrat nicht unendlich groß. Stirb doch einfach, meine Fresse. Los, jetzt aber. Viel zu lange hängst du da, Mann. Ja, damit hätten wir das auch. Oh, was ist das denn? Die letzte Attacke hat ihn zerrissen. Das heißt, wir haben ihn besiegt und können jetzt hoch. Ja, geil. So, wo kommen wir jetzt hin? Zombies. Na, großes Kino. Als wenn wir davon nicht schon mal genug hatten. Nein, da sehen wir noch mal ein paar Zombies. Hier sind auch noch mal zwei Stück. Na, großes Kino. Aber wir haben keine Waffe mehr, merke ich gerade. Hier auch noch mal drei Zombies. Ja, ganz großes Kino. Was hat dieser Beruga nur vor? Der ist irgendwie nicht ganz koscher, habe ich das Gefühl. Und da ist er auch schon. Der Kältekammer. Da gehe ich mal ganz episch normal hin. Da kommt auch schon raus. Ich weiß nicht, wer du bist, doch danke, dass du mich geweckt hast. Ich bin Beruga. Wie du siehst, bin ich Wissenschaftler. Die Welt starb. Ich fiel in einem tiefen Schlaf. Ja, bis zur Auferstehung der Menschheit. Folge mir, ich will dir etwas zeigen. Was hast du vor, mein Freund? Ich habe ein bisschen Ehrfurcht vor dir, wenn ich ehrlich bin. Anquatschen können wir ihn nicht, also ich lasse ihn da mal laufen. Gucken, was wir hier noch so haben, ob wir da vielleicht ein paar Truhen finden oder so. Hier ist nur ein Teleporter, der mich ins Nichts führt. Und hier ist nothing. Ah, klar, jetzt müssen wir ihm natürlich von hier aus folgen. Was will der mir nur zeigen? Was hast du vor, Beruga? Okay, er geht hier hin, wo die Zombies sind. Ich schuf dieses Leben. Sind sie nicht wundervoll? Damit können die Menschen ewig leben. Keine Angst mehr vor dem Tod. Sprich mit dem Zombie.